Am 13. Mai findet die vorgezogene NRW-Landtagswahl statt. RS1TV wird in den kommenden 4 Wochen bis zum Wahltag darüber informieren und berichten. Bündnis 90 Die Grünen machen dabei den Anfang, denn deren Spitzenkandidatin Silvia Lörmann war heute zu Gast in Remscheid. Und wir hatten die Chance, mit ihr zu sprechen. Zuerst wollten wir von ihr wissen, wie wichtig ist diese Wahl für NRW. Ja, die Wahl ist natürlich für Nordrhein-Westfalen sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt eine 20-monatige Minderheitsregierung geführt mit guten Ergebnissen. Das hat dann nicht mehr geklappt, weil die anderen sich verzockt haben. Und jetzt möchten wir gerne eine klare Mehrheit haben, damit wir unsere Politik für starke Kommunen, gute Bildungspolitik und die Energiewende fortsetzen können. In der rot-grünen Minderheitsregierung unter der Führung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war Silvia Lörmann stellvertretende Ministerpräsidentin sowie Ministerin für Schule und Weiterbildung. Und wir wollten von ihr wissen, wieso sollten die Bürger Rot-Grün wieder wählen? Weil ich finde, dass Hannelore Kraft und ich gut gearbeitet haben. Wir haben ganz viel geschafft. Und ich werbe natürlich dafür mit der Zweitstimme, dass man die Grünen stärkt, weil die Grünen für die Zukunftsthemen stehen. Das ist gute Politik für Kinder. Das ist die Energiewende endlich angehen, weil das auch die Arbeitsplätze der Zukunft sind. Und bei den Grünen kann man sicher sein, dass wir auch wieder mit der SPD regieren wollen. Silvia Lörmann war am heutigen Samstag zu Gast in Lennep. Zuerst im Röntgenmuseum und dann in der Altstadt, wo ein reges Medien- und Bürgerinteresse bestand. Da Silvia Lörmann Solingen ihr Zuhause nennt, wollten wir noch wissen, wie sie die Situation und Zukunft des Bergischen Landes sieht. Die Vorgängerregierung hatte die Kommunen massiv ausgetrocknet. Damit haben wir Schluss gemacht. Wir haben im Bundesrat gestoppt, dass es weitere Steuersenkungen gibt, die Menschen vor Ort spüren und die armen Leute bezahlen müssen. Wir haben den kommunalen Rettungsschirm aufgespannt, damit den hochverschuldeten Städten, und dazu zählen die bergischen Städte leider auch, damit denen aus dieser Verschuldungssituation herausgeholfen wird. Damit sind wir angefangen. Das bindet 3,4 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Das ist aber richtig investiertes Geld. Und wir brauchen aber auch eine andere Steuerpolitik auf Bundesebene, damit die Städte aus dieser Verschuldungssituation herauskommen, weil die Menschen vor Ort merken, ob es gerecht zugeht. Nur Reiche können sich arme Kommunen leisten. Deswegen steht diese Frage auch bei uns ganz oben auf der Tagesordnung.